Ja, herzlich willkommen zum Webinar Langzeitspeicherung von Messdaten mit IBA HD Server. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Webinar. Das heißt, wenn irgendwo eine Übertemperatur auftritt, wird da ein Ereignis mit aufgezeichnet und ich kann da dann hin navigieren. Ich kann das suchen, kann die Stelle um diese Vorkommen wieder suchen oder ich kann auch ganz andere Vorkommen oder ganz andere Ereignisse mit abspeichern, zum Beispiel hier ein Walzenwechsel, was zwischen dem Produkt P3 und P4 durchgeführt wird in meiner Anlage und dann hinterher genau diese Messdaten auch aus diesem Zeitraum von Walzenwechselstart bis Walzenwechselende zum Beispiel aus dem HD-Server wieder rausholen und später analysieren. Ja, der HD-Server an sich ist ein Dienst, den Sie auf Ihrem Windows-PC installieren und dieser Dienst ist natürlich dongle-geschützt, hat eine ähnliche Systematik, was die Lizenzierungsstruktur angeht, wie das IBA PDA. Die Messdaten, das ist das Interessante, werden kontinuierlich gespeichert in Form eines Ringpuffers. Das heißt, Sie starten die Aufzeichnung, definieren, wie viel Platz habe ich zum Beispiel auf meiner Festplatte, um Daten abzulegen. Und die Daten werden geschrieben und die ältesten Daten werden durch die neuen Daten verdrängt, in dem Moment, wo der Speicherplatz quasi voll belegt ist. Neben der Speicherung der zeitbezogenen Signale gibt es natürlich die Speicherung der Ereignisse. Das ist in einem separaten HD-Ablagebereich. Den können wir auch in dem HD-Server leicht definieren. Wir bieten auch eine Kommentarfunktion. Das heißt, Sie können Anmerkungen aus den Trends, die Sie im HD-Server erkennen, dann direkt als Text in den Trend mit einbringen. Sie können auch externe Dokumente, zum Beispiel Bilder oder PDF-Dateien, dann als Anmerkung mit in den HD-Store einbringen. Wir können natürlich diesen HD-Store selber aus DAT-Dateien generieren. Darum steht dort DAT-File-Import. Und wir bieten letztendlich über den PDA-Client selber, über die Online-Visualisierung, eine Langzeitansicht auch startend bei den aktuellen Daten über die gesamte Historie des HD-Servers. Wir können diese ganzen HD-Daten, die offline dann zur Verfügung sind, auch mit dem IBA Analyzer wieder analysieren. Und die Ereignisse, die uns letztendlich wie als sagen wir mal Sprungmarken in dem HD-Server zur Verfügung stehen, können natürlich wieder zur Suche und zur gezielten Analyse, jetzt sagen wir mal, bereitgestellt und genutzt werden. Das sind die beiden Ereignisse, auf die ich hier gefiltert habe. So sehe ich eigentlich die ganze Liste. Ich kann das natürlich auch noch weiter treiben. An der Stelle kann mir beliebig viele Abfragen auch mit SQL-Syntax erstellen, die ich dann letztendlich auch für dedizierte Suche nach Ereignissen dann nutzen kann. Neben dem Produktanfang und Produktende gibt es natürlich hier auch Meldungen, die zum Beispiel heißen Rolling Force Exceeded. Das heißt, wir haben hier irgendwie einen Grenzwert, der überschritten wurde. Auch dafür haben wir ein Ereignis angelegt. Das würde jetzt hier in dieser Liste vielleicht nur einmal am Tag auftauchen. Das sehe ich so gar nicht. Darum blende ich mal dieses Ereignis für meinen Produktstart aus und sehe dann letztendlich nur die Positionen, an denen die Walzkraft überschritten wurde als Ereignis und komme dann genau einfach per Klick auf dieses Ereignis zu dem Moment, wo meine Walzkraft überschritten wurde und kann da hier an dieser Stelle in meinem HD-Trend und mit verschiedenen Sachen mir schon Dinge anschauen und kann natürlich dann auch anfangen, hier bestimmte Signale mir dazu zu suchen und mich mit der Analyse eingehender zu beschäftigen. Das zu analysieren, was wir eben schon beim Thomas George gesehen haben, nämlich, dass wir die Möglichkeit haben, verschiedene Abfragen und nach Ereignissen zu machen, weil die Ereignisse, die wir definieren und auch online visualisieren, sind natürlich auch eine ganz tolle Art, diese Daten dann auch wieder zu sehen. So, wir haben jetzt hier in diesem HD-Server Daten vom 1. Oktober bis zum 10. bis heute. Das ist eine simulierte Produktionsanlage. Auch hier sehen wir, wenn ich diesen Bereich anwähle, schlägt mir der IBA Analyzer eine Sekunde vor.
Wenn ich da jetzt noch weiter rausgehen würde, wo wir jetzt keine Daten haben, schlägt er mir 10 Sekunden vor. Also bis hin, wenn ich sage, ich gehe jetzt hier in Juli 19 zurück oder.